Das Drehbuch hat ein jüdischer Autor geschrieben, der ist 77 Jahre alt, der hat den Zweiten Weltkrieg als U-Boot in Wien überlebt. Und im Zug dieser ganzen Diskussionen zu diesem Thema ist einfach immer wieder aufgetaucht, die Juden haben es satt, in Spielfilmen, die zu dieser Zeit spielen, immer nur als Komparsen hinter Stacheldrahtzäunen vorzukommen. Und ich glaube, das ist auch so das Anliegen dieses Films, zu sagen, man muss doch über diese Zeit auch einmal eine etwas leichtere Tragikomödie machen können, in der einfach ein Jude ein Held ist in der Geschichte, der die Nazis an der Nase herumführt. Und das war eigentlich der Versuch bei diesem Film. Für mich war es sehr spannend, ich habe sehr schnell, wie der Film fertig war, habe ich den Film Juden gezeigt und es hat mich sehr beruhigt, dass keiner von denen ein Problem damit hatte. Also genau mit dieser Frage. Natürlich, ich verwende den Holocaust wirklich im Off sozusagen. Also ich glaube, es wäre sehr problematisch, wenn man da jetzt irgendwelche Gewaltszenen in KZs noch dazu gemacht hätte. Aber das habe ich natürlich ausgespart. Aber ich habe mir auch sehr viele Filme angeschaut, wie die immer mit diesen Spielfilmen, nämlich wie die mit dem Thema umgehen. Und da finde ich halt auch, dass es manchen gelingt, das auch leichter zu erzählen, wenigen. Und viele scheitern aber einfach auch daran, dass sie es zu ernst nehmen. Also der Bub im gestreiften Pyjama, das ist für mich unerträglich, die Gaskammer-Szene, weil als Regisseur überhaupt, ich kann mir gar nicht vorstellen, sowas zu drehen mit abgemagerten Komparsen, das jetzt nachzuempfinden, das ist für mich, also für mich ist das tut mir körperlich weh. Und sowas war aber in dem Film eh von Anfang an nie angedacht, irgendwelche Gewaltszenen im KZ, sondern eben das KZ, das ist ja allen bewusst, was da passiert ist. Und ich brauchte schon die Gefahr der Nazis, die sollte, weil die Gefahr macht es natürlich komisch, wenn es nämlich, und das wäre halt auch nicht gegangen, also ich konnte auch die Nazis nicht als Hampelmänner hinstellen. Und so wird halt versucht, diesen Weg auf Messers Schneide zwischen Komödie und Tragödie irgendwie durch diese Geschichte zu kommen.